So, in dieser Übung möchte ich Ihnen kurz die Hausaufgabe erläutern. Hier sollen diese Buchstaben konstruiert werden, das Ganze wieder über Raster und Fang. Das heißt, Sie müssen hier keine Koordinaten eingeben und dazu verwenden wir hier also zunächst ein Raster. Ich stelle mir das erstmal ein, was den Abstand angeht und man sieht hier, wir haben hier einen Abstand, Mindestabstand von 10. Ne? Das ist ja 10, 20, 30, 40, 50. Also hier ist 10, 20, 30, 40, 50. Das wäre quasi der Mindestrasterabstand und ein Limiten, das können wir uns auch gleich ablesen, von 250 ist es hier und das haben wir quasi von 300 bis 150. Schreibt man das mal ein, gehen dann zunächst mal aufs Limiten, Format, dann hier Limiten und sagen 00, das passt und wir wollen das Ganze dann von 300 bis 150 haben, Enter. Jetzt gehen wir ins, tun vielleicht das Limit noch aktivieren, damit das auch nur innerhalb von Limiten zeichnen können. Gehen also jetzt hier auf Schalten das ein und gehen jetzt hier mit der rechten Maustaste auf Raster oder Fang, das ist im Prinzip egal, Rastereinstellungen und stellen jetzt den Rasterabstand ein und die geringste Rastereinheit ist ja 10. Das kann man auch schön absehen, ablesen. Also 10 für einen Fang und 10 für einen Raster. Und die Hauptlinie wäre aller 5. Ja, das sind ja die Hauptlinien, also aller 5 Einheiten. Also alle 50 insgesamt wird das dann entsprechend, kommt eine Hauptlinie dazu. Und wir wollen jetzt nicht Begrenzung anziehen, das passt. Adaptiv wollen wir es auch nicht. Gehen auf OK. Jetzt haben wir uns quasi so ein Raster hier gebastelt. Ja, wenn wir das haben, können wir jetzt hier anfangen zu konstruieren. Ich schalte mal den entsprechenden Layer ein für den Buchstaben H. Gehe jetzt auf Pulle-Linie und fange jetzt hier an bei 50. Ja, also die Koordinaten muss ich jetzt einfach hier ausrechnen. 50, 50 geht das H los. Raste also hier ein. Hier ist meine Hauptlinie, die ist hier, 50, 50, kontrolliere es unten nochmal, fahre jetzt hier nach oben, also bis hierher, das wäre dann 70, fahre jetzt hier runter, noch ein Stück runter, drei Einheiten, dann zwei Einheiten rüber, wieder hoch, rüber, runter, rüber, hoch, runter und schließen. Ja, Sie sehen, wenn Sie mit so einem Karo-Raster arbeiten, geht das wirklich sehr gut und sehr schnell. Vergessen Sie auch nicht, den Fang zu aktivieren. Wieder wechsle jetzt den Layer von AH auf A. Gehe auf Pull-Linie. Lasse jetzt ein Rastereinheit frei. Fahre jetzt hier rüber. Aufpassen, hier ist noch ein Auto an. Das sollte ich ausschalten. Und habe jetzt hier quasi zwei Einheiten Versatz. Also 1, 2. So. Dann eine Einheit ist das Ganze breit. Und fahre jetzt wieder hier runter. Halt so rum. Jetzt hier rüber. Halt. Ah, hier. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau. So, so, so und schließen. Ja, man kann, wie gesagt, wie ganz schön noch mit dem Dreieck hier fluchten. Ne? Die sind quasi in einer Linie. Wechsel jetzt hier auf den Buchstaben L. Gehe wieder auf Pull-Linie. Setze hier das L an. Fahre jetzt hier hoch, hier runter. Das Ding hat jetzt eine Breite von zwei Einheiten. So und schließen. Wiederhole den Befehl Pull-Linie. Mach noch ein zweites L. Und schließt das Ganze. Und last but not least kommt das O noch dazu. Gehe also hier auf O. Pull-Linie. Und bin jetzt quasi außerhalb des O. Fange jetzt hier an, gehe nach oben, jetzt hier schräg, dann zwei Kästchen rüber, eins wieder runter, wieder hier, dann schräg rüber und schließe das Ganze, wiederhole den Befehl mit der Leertaste und mache jetzt hier noch ein inneres O. Halt das, achso, das ist ein Rechteck, das ist nur, also hier Pull-Linie. Und schließen. Ja, also Sie sehen, so schnell geht das, wenn man mit Raster und Fang arbeitet und keine Koordinaten weiter eingeben muss. Und als Unterstützung habe ich noch das große Fadenkreuz verwendet, um mir noch einfacher zu fluchten. Und so können Sie dann im Prinzip auch sehr leicht Dinge konstruieren. Die Formatierungseigenschaften haben wir uns einfach über die Layer geholt. Wir mussten einfach nur entsprechend des Buchstabens den passenden Layer auswählen. Und dort waren dann schon sämtliche Formatierungseigenschaften wie Farbe oder Strichstärke entsprechend voreingestellt. Ja, so viel zu dieser Übung.